Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zur Mafia Definitive Edition. Wir haben im letzten Part herausgefunden, dass Frank uns offensichtlich verraten hat und die Bücher gestohlen hat. Und wenn das rauskommt, dann sind wir im Arsch. Und jetzt sollen wir zu Vincenzo. Hi, Vinny. Das darf nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an, aber gib ihm nichts. Ich habe hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was. Wenn du willst. Sieht Frank eine Lupara? Weiß er Bescheid. Alte Schule. Na, dann mal los. Diese Bücher zurück, bevor die Feds sie gegen uns verwenden. Wir dürfen Cabriolet fahren. Voll gut. And now for the latest news. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship USS Akron. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning with the loss of 73 of 76 so Biff, geh weg. The disaster stands as the worst aviation accident on record. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert V. Wiley, spoke to members of the press and gave a brief account of the tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker, Phoebus. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national disaster. Ein nationales Desaster. Das ist ein Schiff gesunken durch einen Sturm vor der Küste. So, mal sehen, ob Biff was weiß. Hallo, guten Tag. Heute mal besseres Wetter hier, ne? Was in der besoffen? Tommy, was ist los? Gibt's irgendetwas Neues, was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert? 20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier. Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Frag ihn. Okay. Danke. Finde Little Tony, ne, der Mantel. Immer ein Vergnügen, Tommy. Naja, ich freue mich auch mal mit dir zu schnacken. So. Na dann mal los. Hallo, moin moin. Mal bitte vorbei hier, dankeschön. Rein in unser Cabriolet und weiter geht's. Zack. Ein Bo. Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense of anticipation as we await the start of the big game. Our very own Lost Heaven Lancers are out on the road. Ah, ich dachte, ich komme dran vorbei. Nein, hat nicht gereicht. Oh. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Wistman Trophy back to Lost Heaven. But doing so will be no... Na guck mal, sogar der Radioempfang wird scheiße, wenn man in den Tunnel fährt. Das ist wieder cool. Hat zwar GTA auch schon längst mal gemacht, aber trotzdem immer ein nettes Detail, wenn sie an sowas denken. Ne? Leute, ich fahr doch hier gut. Zu entspannen. Der Rest muss einfach normal weiterfahren. Ich kümmere mich schon drum. Oh, warte, ich hab die Scheiße gebaut. WLH 570 Lost Heaven Radio will carry live coverage of the final game of the Gold Series, and we hope you'll join us in wishing our boys well. And now, back to some of the latest musical numbers. Tschu, doch mal rein da in diese übel belandete Kneipe. Hallo? Hat jemand Little Tony gesehen? Was ist das? Go get him, boys! Was steht da drin? Wahrscheinlich nicht viel.
Spiel 7 der Goal-Series von 1933 findet heute statt. Die Lost Heaven Lancers treten heute gegen die Empire Bay Cannons in der Amory an und dein Team wird sicherlich die Trophäe mit nach Hause nehmen. Nach einer heldenhaften Saison voller spannender Wendungen wird Kapitän Bunny Smith seine Männer aufs Spielfeld führen, um den ersten Sieg für die Lancers nach 2 Jahrzehnten in der Goal-Series zu holen. Wir drücken ihnen die Daumen. Alles okay, Tom? Geht so. Ich habe mal eine Frage. Nein, ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink. Am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oak Hill, Ecke Pine. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Oh. Nein, Scheiße. Nein hat er nicht. Tom, was ist los? Das ist natürlich jetzt kacke gelaufen, dass er es Frank gesagt hat. Aber es ging ja alles über Frank insofern. Ist ja tatsächlich, das ist richtig scheiße gelaufen. So, weiter geht's. Karre geht wohl noch, ne? Die ist noch gut. Dann mal los nach Oakwood. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion more than any other. Es sieht halt verdammt hübsch aus, das muss man einfach sagen. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, a man mountain with a shock of red hair, and Lancers star Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. By goodness, there must be some nerves among some of the Naja, das ging noch. Das war eine leichte Kollision. Würde ich jetzt noch nicht als schwierig bezeichnen. Wollen wir uns ein neues Auto holen? Nee, das geht wohl noch. Sieh mal du hier. Oh, Physik läuft, würde ich sagen. Physik hat alles im Griff hier. Big test coming up. Finally got a date with that someone special. A job interview. Each time you need a boost of focus, drive and determination, look no further than Swift Cola. Proven to increase attention and mental clarity. When you need a lift, reach for a Swift. When you need a lift, reach for a Swift. Okay. Scheduled music programs and regular news bulletins brought to you by Lost Heaven Radio. So, wir nähern uns unserem Ziel. Da ist es auch schon. Hier ist es wohl. Das sieht doch richtig muckelig aus. Voll unauffällig, wie wir uns da einfach in so eine Seitengasse stellen und einfach lauern. Du. Da ist er. Verfolge Frank, los! Tommy, du musst auch losfahren. Tommy fährt nicht los. Tommy, jetzt einsteigen und fahr! Jetzt geht's los. Verfolge Frank und seine Eskorte. Zeig mir diese Geschäftsbücher, Frank. Okay, let's go. Nicht zu nah ran, aber auch nicht zu weit weg. Im Original gab es diese Anzeige da oben nicht. Da musste man einfach nach Gefühl fahren, da ging das schon. Aber die Verfolgmission gab es auch. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive and mental clarity.
pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Wohin bringen Sie dich wohl? Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team das has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Seidel. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place, or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. Nicht so nah ran, nicht so nah ran. Ah, das ist gut. But they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Bunny Smith then, standing on the mound, with a steely determination on his face. He's betraying no emotion, doesn't look nervous or tired after his exertions this series. Nor does he appear to be auf jeden Fall relativ entspannt. Oh, nicht so nah, nicht so nah. He's having a word with the umpire about something or other. What a strapping fellow. 6'2", 195 pounds. If the Lancers are to win here today, he's going to write himself into the record books. And boy, oh boy, what that would mean to the people of Lost Heaven after such a long time with a glory on the diamond. Oh, jetzt geben sie aber Gas. Jetzt geben sie Gas. Jetzt geben sie Gas. Here we go then. In for the Cannons, it's Paddy Dougherty. Smith is pitching the game of his life, but Dougherty's a big man. If he can catch one, it could run, and with bases loaded, the Cannons would have it. Here we go. Dougherty facing down Smith. Fastball and strike. The big man thought he had it. Some speed on that ball, my goodness. Wir folgen mal unauffällig. He was a little spooked. He was convinced he had it. His body language tells the tale. Scheiße. Cool. Sie bringen dich zum Flughafen, Frank. Sieht so aus. Und jetzt geben sie auch Gas. Jetzt können wir auch Gas geben. There was zip on that one. Good Lord. Seidel is barking something at Dougherty, but we have no chance of hearing it as the noise of the crowd reaches fever pitch. Ja. Dougherty's gesturing, and that's only making... You're leaving Lost Heaven. Hope to see you soon. Ja, ich werde auf jeden Fall wieder zurückkommen. Hier wurde einer angehalten. Ja, cool. Oh, jetzt geben wir aber echt Gas. Jetzt müssen wir auch Gas geben. Hier vergammelt ein K. Sie haben gewonnen übrigens, wie ihr vielleicht mitbekommt im Radio. Ist ja auch cool, dass das Radio dann auch mit dem zusammenhängt, was man auch in der Welt vorfindet. Den Zeitungsartikel, der von dem großen Spiel berichtet und so. Das ist auch cool gemacht. Auf zum Airport. Sie bringen ihn in einen anderen Staat oder sowas. Mist, das ist nicht gut. Yo, das sieht ja mal nach vernünftiger Polizeipräsenz aus. Scheiße. Finde heraus, wo Frank hingebracht wird. Na dann mal los. Wir werden uns auf jeden Fall nicht frontal da reinbegeben, sondern schön hier irgendwie weit abseits durch die Wicken. An den Bullen vorbei. Also Haupteingang wird kein guter Plan sein. Alter, wie räudig sieht denn das Auto aus? Muss mal waschen gehen, Junge. Fürchterlich. So, hier sind keine Bullen. Da vorne ist einer. Ja, guck mal, Haupteingang brauchen wir nicht versuchen, ne? Das wird nix. Hier ist der Seiteneingang. Das könnte klappen. Schilt auf jeden Fall einer rum. Der geht jetzt auch weg. Okay, da ist ein Bulle. Den kriegen wir. Scheinbar alle dasselbe, aber ich handle wirklich nicht gerne mit diesen Leuten.
Schön, schon mal eine Tommy-Gun organisiert. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier rumliegen? Notiz lesen. Übergabe des Informanten. 12 Uhr, wir legen den Flughafen still. 13 Informant und FBI-Escort verlassen den Unterschlupf. 13:15 Informant wird übergeben und in Hangar 5 gebracht. Wir halten die Geschäftsbücher nach der Übergabe des Informanten. Hangar 5 ist somit unser Ziel. Und das ging ja jetzt ja schon mal gut. Hier ist so ein dicker Flügel. Okay, wir müssen raus. Erstmal nachladen. Er ist irgendein Gangster. Warum zur Hölle wird er nicht von den Feds ausgeflogen? Morello hat nicht das Rückgrat, sich zu zeigen. Wegen einer Ratte wie dir. Steig in den Wagen. Und wie geht's weiter? Wenn Morello uns die Bücher gibt, nehmen unsere Prüfer sie hartlein unter die Lupe. Ja, aber machen Salieris Leute sich nicht aus dem Staub, bis wir fertig sind? Darum nehmen wir sie mit und decken sie mit erfundenen Anschuldigungen ein. Damit. Oh, fuck, fuck, fuck. Scheiße. Ja, das hat ja nicht so funktioniert. Kacke. So, okay. Natürlich habe ich das und ich habe keine Munition mehr. Shit. Nu? Okay, warte mal. Das hat schon mal nicht so gut funktioniert. Ich wollte hier eigentlich gerne leise und ohne Stress durchkommen. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert, muss ich leider sagen. Aber gut, wir haben es versucht. Warte, wir gehen jetzt erstmal darüber. Oh oh. Okay, soweit so gut. Soweit, so gut. Wow. Hier gibt es erstmal ein bisschen Munition und Granaten. Das ist doch schon mal schön. Dann gib mir mal wieder die Tommy Gun. Hier sind auch alles voll. Oh. Ich habe jetzt nicht mitgerechnet, dass das hier drin auch voll ist. Oh, scheiße. Einfach weiterlaufen. Töte ihn. Geh mal hier ran. So. Mal in Deckung gehen. Okay. Ist ein bisschen, wie sagt man? Unangenehm. Hier gibt es immer noch Munition. Oh, warte, erstmal in Deckung gehen. Doch, erstmal die Munition holen. So. In Deckung gehen. Was noch einer? Wie viel sind denn hier? Laufen, Tommy, laufen und in Deckung gehen. So ist fein. Holy shit, holy shit. Der Tod? Ja, okay. Wir sind hier eindeutig zu viele Leute. Hells wäre mal eine nice Sache. Wir sehen nicht so gut aus, muss ich sagen. Aber da vorne scheint das Ziel zu sein. Oh, oh. Oh, oh, fuck. Tommy, Deckung. Steht ihr denn einfach so rum? Seid ihr bescheuert? Wollt drauf gehen, ne?
Oh, da kommt gleich ein Bulle. Polyp. Okay, der ist dead. Holy shit. Meine Lieben, den Herrn Kren gehört. Ne, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle erstmal so einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gern unterm Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.